Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Hotaru no Niki. Eine Kreissäge, endlich mal wieder ein freundliches Gesicht. Ja, doch, Kreissägen sind mir echt lieber als alles andere. Nur... Okay, ich verstehe. Mion, bleib aber bitte da sitzen, sonst läufst du direkt, zwar nicht lachend, aber... Okay, das muss schneller gehen, das muss schneller gehen, das muss schneller gehen! Weiter! Ich glaube, es war zu spät. Okay, nee, Quatsch, es klappt. Ich kann ja oben das Ding aktivieren. Allerdings wird jetzt was passieren, was wahrscheinlich lustig wird. Genau das habe ich erwartet. Wir müssen schneller sein. Gut, das wusste ich vorher natürlich wieder nicht. Aber alles kein Problem. Ich hoffe einfach übrigens, nochmal in Bezug auf den letzten Part, dass das Memory Fragment jetzt hier irgendwo sein wird und nicht vorher irgendwo. Warum war der Schalter da? Was hat er gemacht? Vielleicht hat er irgendwie die Tür geöffnet, nur ich habe es nicht gesehen. So, setz dich hin, Mion. Setz dich, so, da musst du sitzen. Schnell da runter. Schnell. So. Das geht auch anders. Moment, wir brauchen nicht die Kreissäge. So. Gerade noch durchgezwängt. Schnell. Und jetzt ins Rohr. Ich glaube, Mario hätte sich gewünscht. Ne, beziehungsweise. Mion hätte sich gewünscht, dass das Spiel so einfach wäre wie Mario, aber. Nein, den Wunsch erfüllen wir ihr nicht. So, okay. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir nicht jetzt wirklich irgendwo im Mushroom Kingdom landen. Sind wir ja schon. Seht ihr, wir sind schon im Mushroom. Okay, da oben hat's geglitscht. Ja, fuck. Alles unfähige Programmierer. Moment. Ich könnte jetzt durch das Rohr gehen oder ich könnte da runter. Entscheidungen, Entscheidungen. Ich gehe nach unten. Einfach weil der Weg komplizierter ist. Und der kompliziertere Weg ist meistens immer... Cool. Das hätte mir auch jemand sagen können. Gut, okay. Anscheinend spielt dort oben jemand Tetris. Und der lässt sich nicht davon aufhalten, dass wir hier sind. Deswegen schnell nach unten. So, okay. Also wie gesagt, immer den kompliziertesten Weg nehmen, der geht. Weil das ist meistens immer der Weg zum Memory Fragment. Das habe ich gelernt in diesem Spiel. So, da ist ein Drogenpilz, aber anscheinend lässt sich das nicht vermeiden, dass wir da durchgehen. So, invertiert denken, auch wenn mich das wahrscheinlich wieder ruinieren wird. So, dann kommen wir wo raus? Oh je, sieht das komplett... Oh Gott. Okay. Wow, oh wow. Ja. Wie komme ich da durch? Oh Gott, ist das übel! Das ist ja richtige Präzisionsarbeit. Moment. Wo bin ich? Ich bin wieder hier, okay. Oh, das könnt ihr doch nicht mit mir machen. Das wird... Also, jetzt zum Beispiel. Es war vorher halt alles so ein bisschen rätselmäßig und jetzt ist es mehr so Geschicklichkeit, ne? Okay, gut, es ist zwischendurch immer so ein bisschen Geschicklichkeit gewesen, aber das ist halt jetzt hier. Also, selbst Bombenentschärfer könnten dieses Spiel wahrscheinlich nicht ordentlich spielen. Wobei ich mir vorstellen kann, ne? So Bombenentschärfer, die brauchen ja richtig ruhige Finger. Vielleicht ist es aber hier auch einfach komplett der falsche Weg. Wer weiß es schon. Aber wie gesagt, immer den kompliziertesten Weg. Und das hier scheint mir schon arg kompliziert. Gerade wegen dieser Kreissägen. So, okay. Am besten einfach so. Aber wir müssen ja hier bleiben. Moment, halt. Nein. Wow. Boah, ist das... Das ist richtig fies. Gerade der Moment, wenn die linke Kreissäge runterkommt, da muss man wirklich genau richtig stehen. Also, Problem ist, ich kann Mion nicht hinsetzen, wenn sie im Drogenmodus ist. Und, ja. Mion verkraftet die Pilzzeiten eben nicht so gut wie Mario. Sie wird nicht größer, sondern sie... Ja, sie reagiert normal auf Drogen. Wobei der Mario-Pilz ja auch darauf basiert, auf einem Pilz, der, wenn man ihn nimmt, das Gefühl erzeugt, dass man sich größer fühlt. Dadurch kommt das ja. Hatte ich irgendwann mal gelesen, ob das so stimmt. Ich weiß es nicht, aber darüber muss ich mir gerade keine Sorgen machen, sondern eher über Kreissägen, die echt unfair platziert sind. So. Okay, wir müssen... Ich glaube, ich muss echt noch weiter nach rechts. Ich muss mir einfach trauen, weiter nach rechts zu gehen. Wisst ihr, das Problem ist halt auch so, das ist mein größter Kritikpunkt an dem Spiel. Ist... Okay. Einfach jetzt nur noch, okay. Jetzt nur noch ein bisschen hier so bleiben.
Mein größter Kritikpunkt in dem Spiel ist die Hitbox. Immer noch. Wird sie auch bleiben. Weil die ist echt nicht so gut. So, das Gröbste haben wir überwunden. Jetzt auf den Schalter. Da oben ist das Memory-Fragment. Da oben ist das So. Schnell durch. Ich habe irgendwie Angst, dass sie wieder runterkommt. Schnell durch. So, und jetzt bitte nicht nach unten, sondern nach oben. Ja, das finde ich gut. Oh, das finde ich sehr gut. Awesome. Okay. Gut, nächstes Memory-Fragment. Das kenne ich jetzt zum Beispiel auch noch nicht. Da bin ich ja mal gespannt. Memory-Fragment Nummer 12. Okay. Das kann nur abgefuckter werden. Okay. Mion. Alles okay. Du bist ein wenig blutrünstig. Mion tötet alle Klone. Schlussfolgerung? Ja. Mion tötet alle Klone. Und sie spawnen immer wieder neu. Es kommen immer wieder neue Klone und Mion kommt nicht hinterher. Okay. Das, ist jetzt gerade schlecht. Ich muss schnell durch das Rohr. Sonst war's das. So. Irgendwie. Und schnell nach unten. Oh Gott, ich habe gar nicht Zeit genug drüber nachzudenken, weil ich irgendwie jetzt gerade gucken muss, dass ich hier weiterkomme. So schieb. Schieb, Mion, schieb. Also hat Mion die Klone getötet aus dem Grund, wie ich schon sagte. Ah, oh, andere Richtung, falsch invertiert. Ach Mann. Beeil dich. Das Ventilat. Wow. Und alles nochmal? Okay. Wobei, Moment, ich gehe jetzt einfach mal durch das Rohr hier, weil die Erinnerung brauche ich ja jetzt nicht mehr. Die habe ich ja jetzt. Könnte sein, dass es hier woanders jetzt hingeht. Vielleicht ein einfacherer Weg. Das sieht durchaus einfacher aus. Moment. Das mache ich nicht nochmal durch. Ja. Nach der Philosophie lassen sich hier Memory-Fragmente finden im Spiel. Komplizierter Weg. Gleich. Abfuck gleich. Haha, du erfährst die Story nicht, wenn du schlecht bist. Geh sterben. Ja, nee, eben nicht. Geht man ja nicht. Man geht ja nur sterben, wenn man versucht, es zu bekommen. Okay, also, um es mal zusammenzufassen. Mion tötet Klone. Sie tötet Klone aus Eifersucht. Also die Seele von Mion, der Geist von Mion tötet Klone, weil... War Mions Seele von vornherein... Ach, okay, jetzt haben wir es von anderen. War Mions Seele von vornherein... Ist das quasi... Sind diese ganzen Schattengeister? Und dieser Schattenkomposthaufen, war das von vornherein Mion gewesen? Wir sollten da vielleicht schnell runter. Sonst tötet uns oben die Tetris-Wand. Schnelles Rohr. Was ist das denn da für eine Tür? Was ist denn da noch? Bestimmt irgendwie ein Achievement wieder. Aber I don't care. Das ist ja nur ein Bonus. Oder ist das einfach Mions Seele, die im Jenseits irgendwie, die in der Nachhölle ist und irgendwie... Ach, ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Wir müssen einfach weiter gucken. Dieses Spiel verwirrt mich zu sehr. It fucks with my brain. Ziemlich hart. Okay, aber wir haben es geschafft mit dem einfacheren Weg. Wie gesagt, ein Memory-Fragment habe ich, deswegen muss ich mir darüber keine Gedanken machen. Und... Was ist das denn? Das sieht aus wie so ein... Saturn. Wir kommen in ein Schloss. Oder was? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Okay. Hallo, wer bist du? Sind das meine Eltern? Guten Tag. Okay, ich kann interagieren. Ja. Ihr macht Klon Mion Angst. Dieses Spiel ist so abgefuckt.
Ja, hallo. Okay. Hä? Muss ich an einem Ding ziehen? Ja. Hä? Was? Warum? Hä? Ich bin gerade mega verwirrt. Moment. Anscheinend... Moment, das ist, glaube ich, so ein Hütchenspiel gewesen gerade. Ist es hier? Ich habe gerade echt nicht hingeguckt. Okay, doch. Ach so, ich verstehe. Also müssen wir irgendwie erkennen... Ich glaube, das ist unsere Mutter. Sie hat uns auf den Kopf gepaddelt, aber gut, hat sich das nicht angefühlt. So, was nun? Der Vater kommt da... Ach, Moment! Wir müssen, glaube ich, einfach erkennen, wer der Richtige ist. So, das war hier der Gelassene gewesen. Moment. War das der hier? Ja. Ah, I see. Ja gut, das muss man halt vorher wissen. Nein, patte mir nicht über den Kopf. Das fühlt sich so nicht gut an. Das sieht die... Okay, aufpassen. Ich musste blinzeln, verdammt. Ne, Mitte. Mitte. Okay. Diese Musik, ne? So. Ist richtig, ja. Ja gut, jetzt habe ich halt einmal schon das verglitscht. Okay. Die Erinnerungen an meine Eltern sind zu angsterfüllend. Aber anscheinend haben sich meine Eltern dann auch in irgendein anderes Wesen verwandelt. Oder die Geister sind übrig geblieben. Und eigentlich steuere ich sie doch. Oh, jetzt habe ich nicht geguckt. Fuck, das war zu schnell. Oh Gott, ich weiß nicht, welcher richtig war. Ich glaube, der hier. So, war das der hier? Doch, okay. Das ist echt... Okay, ich muss jetzt echt aufpassen. Sonst das wird immer schneller. Okay, gut. So, Mama. Mitte. Ja. Ich hoffe, das wird nicht zu schnell. Ich habe gerade nämlich ein bisschen, meine Augen tränen gerade so ein bisschen. Ich muss öfters blinzeln. So. Nein, patte mir nicht mal im Kopf. Warum tut mir das weh? Zu schmerzliche Erinnerungen? So. Wieder Mitte. Ja. So, wenn es gleich zum Vater wieder kommt, dann müssen wir jetzt... So, hingucken. Oh, wieder das. Mitte? Ist immer Mitte irgendwie. Aber es scheint ja immer richtig zu sein, von daher. Das finde ich übrigens einfacher als das vom Vater. So. Das ist so bizarr hier alles. Okay, jetzt. Der hat irgendwie, glaube ich, so eine. Ich glaube, das war der Rechte. Der hat beide Arme hochgenommen, glaube ich. Ja, doch. So. Ja. Okay. Irgendwie nervt es mich, dass ich das erst jetzt falsch gemacht habe, weil ich nicht wusste, was ich tun musste. Schadet mir das eigentlich? Auf jeden Fall hat er den rechten Arm unten, glaube ich. Also entweder war es er oder er. Das ist jetzt echt gemein. Ich glaube, es war er. Okay, ein bisschen weiter. Machen die sich jetzt ein Spiel da drin? Nee. Ey, wie schnell das jetzt war. Oh je. Au, au. Okay. Sie passet mich auch nochmal. Bin ich jetzt tot? Oh, was? Ah, da war irgendwas in seiner Hand. Ah, das war das ganz Rechte, glaube ich. Ja, doch. Das war... Da hat man diese Dornen gesehen. Glaube ich. Ja. Die Glitches machen es nicht unbedingt einfacher, übrigens. Wow. Wieder. Das finde ich einfacher als das andere. Man darf halt nur nicht blinzeln. Aber gerade das hier, das kann nicht real sein. Das verwirrt mich. Oh. Ich glaube, er hatte beide Arme wieder oben.
Ja, doch, das... Ja, nee, das ist jetzt echt gemein. Ich weiß nicht, ob er schräg war oder... Nee, ich glaube, ich versuche mal links. Schnell, Mion, schnell, 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 schnell. Was? Ey, gib mir doch ein bisschen Zeit. Ja, genau. Das habe ich jetzt nicht gesehen, weil die Kampen... Okay, da hat nochmal so Glück gehabt. Ja, wie man so will. So, das war... Ich glaube, das war... Ich glaube, das war wieder die hier. Ach, bitte, ey. Ja. Gott, ist das gemein. Das wird immer kleiner und immer schneller und immer unfairer. Gerade durch die Glitch... Links. Ja. Kannst du bitte mal aufhören jetzt? Oh, wow. Aber wieso tut ihr das weh? Ich glaube rechts, aber... Oh, fuck. Jetzt aber. Komme ich da durch? Ja. Bitte. Ja. Es ist ja langsam nicht mehr feierlich. Nicht blinzeln. Oh, Augen auf. Ich brauche Zahnstocher für die Augen jetzt. Ich glaube links. Bitte. Ja. Die Augen offen halten. Das war wieder das Dornvieh. Ist das hier irgendwo? Nee, aber er hatte was in der Hand. Es kann nur das gewesen sein, weil er irgendwas in der Hand hatte. Ja. Komm, weiter zu kann's doch gar nicht mehr gehen jetzt. Ah. Ich habe absolut keine Ahnung, ich glaube Mitte. Bin ich jetzt tot? Ja, geil. Das ist euer Ernst? Okay, gut. Ich mache das dann nochmal bis zu der Stelle. So, ich glaube... ich habe es geschafft. Ja. Auch wenn es wieder sehr knapp war und... Moment mal. Ist das nicht die Szene, die wir schon mal gesehen haben? Was soll denn da mit mir? Okay. Was zur Hölle? Okay. Chapter 4 cleared. Ja. Und jetzt? Das ist der Ausgang nach draußen, die Außenwelt? Und was ist das? Das ist nur eine Puppe? Habe ich nie Eltern gehabt? Oder... Was? Ich glaube, es ist auch wieder nur eine falsche Erinnerung. Das ist alles wieder nicht real hier. Weiter raus. Jetzt dreht sie völlig ab, ich glaube. Ja. Mein Vater lenkt sie in den Abgrund. Die Mutter... Wir fallen wieder runter.
Ja. So. Das ist das normale Ende. Das weiß ich nämlich schon, weil ich habe mich ja schon vor ein paar Tagen über das Spiel informiert. Das ist nicht das richtige Ende. Das weiß ich nämlich. Das wäre nämlich ein ziemlich beschissenes Ende, wie ich finde. Mion stürzt den Abgrund herunter, von ihren Eltern in den Tod getrieben, die quasi die Klon-Mion nicht mehr wollten. Beziehungsweise vielleicht wussten sie als Mion dann irgendwie den Raum betreten hat, also die richtige Mion und die Eltern getötet hat, plus den Hund, plus alles. Vielleicht haben die Eltern dann realisiert, dass ihre Mion noch als Seele existiert und dann brauchten sie den Klon nicht mehr. Und deswegen haben sie dann einfach weggeworfen. So nach dem Motto. Man weiß es nicht so genau, aber wie gesagt, das hier ist nicht das richtige Ende. Es gibt ein True Ending, es gibt noch ein Memory Fragment, das weiß ich. Und ich weiß auch, wie wir es bekommen. Deswegen, ja, werde ich hier auch noch nicht meine genaue Einschätzung zum Spiel sagen, weil, wie gesagt, das ist nicht das richtige Ende. Und das ist so ein Ende, das ist unbefriedigend. Auch wahnsinnig heftig und am Ende, das hat mich auch noch mal richtig verwirrt. Was war das jetzt? Haben sie Mio nach draußen gelockt? Ist sie draußen dann gestorben, weil sie draußen nicht überleben kann? Warum haben die Eltern das gemacht? Ich begreife es nicht. Was davon ist real, was nicht? War das hier alles nicht real? Das letzte Chapter, war das einfach nur irgendwie die letzte Erinnerung, bevor Mio gestorben ist? Ist das hier vielleicht der Anfang des Spiels? Ich meine, sie fällt runter, vielleicht landet sie unten, wacht auf und ich weiß es nicht. Es ist alles so verwirrend, aber ja, ich lasse jetzt erstmal die Credits durchlaufen und ja, genießt dabei ein bisschen die Atmosphäre. So, liebe Leute, das war das normale Ending von Hotaru no Nikki. Ein sehr, sehr depressives Ende, ein nicht wirklich viel aussagendes Ende, aber wir fangen jetzt wieder hier an, weil wir jetzt wieder im Menü sind. Da seht ihr es nämlich schon. Da ist ein Memory Fragment, genau am Anfang des Spiels. Und das dahin gekommen ist, ist jetzt halt die Frage. Was dieses Memory Fragment allerdings macht, wo es uns hinführt und wie das Ganze letztendlich ausgeht, das schauen wir uns dann erst im nächsten Part an. Von daher, liebe Leute, wir sehen uns im nächsten Part von Hotaru no Nikki.